Hi, ein Video über Eminem wurde schon dutzendmal bei mir nachgefragt. Bisher hatte ich nicht so den richtigen Anlass dafür, bis mir ein Video von ihm aufgefallen ist, das ich schon lange kannte. Aber damals, als das Video rauskam, war ich mir bestimmter Zusammenhänge einfach nicht bewusst und so habe ich die wahre Bedeutung gar nicht erkannt. Jetzt, wo sogar deutsche Rapper Ereignisse ankündigen, ist es mir natürlich klar, dass das mal wieder kein Zufall gewesen sein kann. Es geht um das Video Like Toy Soldiers, das Anfang 2005 erschien. In dem Video wird Eminems bester Freund Proof erschossen und verblutet im Krankenhaus. Im April 2006 wurde Proof dann im echten Leben erschossen. Proof ist in dem Video zu Like Toy Soldiers nicht nur gestorben, er wurde erschossen. So wie dann ein Jahr später in echt. Vergesst amerikanischer Präsident, der eindeutig gefährlichste Job der Welt ist, die zweite Geige hinter einem Rap-Superstar zu spielen. Wir erinnern uns an Lil Snoop, Chingiz, Trux, A$AP Yams, Capital Steez oder zuletzt Bankroll Fresh. Wer glaubt, dass das Zufall ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So wie bei Bankroll Fresh wurde der Mörder von Proof auch wegen Selbstverteidigung freigesprochen. Checkt mein Video dazu. Zufälligerweise deutete Proof seinen Tod auf dem Cover des Albums Searching for Jerry Garcia aus dem Jahr 2005 an. Auch der Titel Like Toy Soldiers soll uns deutlich machen, dass Proof und Eminem nur kleine Zinnsoldaten für die Elite sind, die man auch jederzeit aus dem Weg räumen kann. Wir sehen hier also ein Ritual. Eminem wird mit Proof in seiner Kindheit gezeigt, man zeigt, was für eine tolle gemeinsame Geschichte die beiden haben und dann zelebriert man das Opfer von Eminems besten Freund schon ein Jahr bevor es dann passiert. Denn der Star-Status, den Eminem bis heute hat, der kam mit einem Preis. Und ja, Eminem ist talentiert, aber was heißt das schon? Es ist nun mal eine Musikindustrie. Jemand wie er braucht immer noch diese ganze Infrastruktur, damit die Leute überhaupt von ihm erfahren. Dann die Songwriter, Produzenten, Grafiker, Videoregisseure. Man schafft es nicht zum Weltstar ohne diese Unterstützung. Und dafür muss man in den meisten Fällen einen Deal mit dem Teufel unterschreiben. Das sagt Eminem in seinen Songs auch des Öfteren. In Say Goodbye to Hollywood aus dem Jahr 2002 sagt er, er habe alles, was er habe, geopfert. Mir ist schon klar, dass man das auch so verstehen kann, dass er für den Erfolg viel geopfert hat, so wie zum Beispiel Sportler, die sich ständig quälen müssen, aber es kann auch etwas anderes bedeuten, zum Beispiel den Verlust seiner Familie, die ja definitiv zerbrochen ist. Und heute hört man ja nichts mehr von seiner Tochter, über die er früher so viel gerappt hat. Wer weiß, ob das nicht auch Teil des Deals war, dass er sich von seiner Familie fernhalten sollte. Alles möglich. Dann rappt er weiter auf Say Goodbye to Hollywood. Er fühlt sich wie der Typ in der Blase, der sich nie anpassen konnte. Wenn er gewusst hätte, was passieren würde, hätte er nie angefangen zu rappen. Er hat seine Seele an den Teufel verkauft, er kriegt sie nie zurück. Er würde das Musikbusiness gerne einfach mit einem klaren Kopf verlassen. Das ist schon um einiges deutlicher. Er hat seine Seele an den Teufel verkauft und bereut es inzwischen sehr, trotz seines Weltruhms. Hier auf dem Bild ist es nicht deutlich zu erkennen, aber auf Eminems blutigem T-Shirt in dem Video zu Like Toy Soldiers ist wohl die Pyramide mit dem allsehenden Auge zu sehen. Die hat sich Eminem, wie ihr hier seht, auch auf den Arm tätowiert. Am Ende des Videos sieht man dann ein Bild von vier Rappern, die möglicherweise auch ein Blutopfer waren. Notorious B.I.G., der wahrscheinlich für Puff Daddy geopfert wurde, Tupac, der, ich bin mir nicht sicher, für Dr. Dre oder Snoop Dogg geopfert wurde, dann ein Mitglied von Eminems Band D12 namens Bugs, das schon 1999 gestorben ist, der wurde wie Proof auch erschossen und danach ging es mit Eminems Karriere so richtig los. Dann noch der Rapper Big L, möglicherweise ein Opfer für den Rapper Cameron. Nach Proofs Tod 2006 zog sich Eminem 3 Jahre lang zurück und verfiel in eine tiefe Depression, so die offizielle Geschichte. Möglicherweise ist Eminem nach Proofs Tod erst klar geworden, dass er indirekt dafür verantwortlich war. So sicher kann man sich allerdings auch nicht sein, ob die Story von der Depression und der Sucht nach Schlafmitteln stimmt, denn es ist schon komisch, fast jeder große Rapper landet entweder im Knast oder ist für mehrere Jahre weg und kommt dann plötzlich wieder. Man könnte sich schon mal die Frage stellen, ob all die Superstar-Rapper wirklich in den Knast gehen oder ob sie in dieser Zeit etwas vollkommen anderes machen. Wer weiß. Ich sag nicht, dass jeder Ansatz von mir hier richtig sein muss. Sowas nennt sich informierte Spekulation, um auch den Zuschauer auf neue Ideen zu bringen. Eminem kam dann 2009 mit seinem Album Relapse zurück und wirkte wie ein vollkommen anderer Mensch. Er war total bleich abgemagert und hat nicht mehr den Charme von damals versprüht. Der erste Song auf dem Comeback-Album war gleich sehr eindeutig dem Teufel gewidmet. Mit.
Der Song hieß 3 AM, also 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts ist die Stunde des Teufels. Satanisten glauben zu dieser Zeit am besten mit dem Teufel kommunizieren zu können. Sie sehen 3 Uhr nachts als den Gegenpol zu 3 Uhr mittags, als Jesus angeblich gekreuzigt wurde. Und so wie Jesus für unsere Sünden geopfert wurde, glauben die Satanisten daran, dem Teufel um diese Zeit am besten ein Opfer zu bringen. Das ist ein Fakt, dass Satanisten daran glauben. Das Video zu 3 AM ist dann auch Satanismus in seiner Reinform. Eminem schlachtet darin Leute ab und badet in einer Badewanne voll Blut. Absolut abstoßend. Das ist wie bei Miley Cyrus. Wer glaubt ernsthaft, ein Multimillionär Mitte 30, Vater einer Tochter, würde ein Comeback starten, um dann solche Videos zu drehen? Der Deal mit dem Teufel beinhaltet leider auch, dass man sich einfach nicht zurückziehen darf, sondern man muss weitermachen und auch Dinge machen, die einem eigentlich nicht gefallen. Schaut euch dafür diesen Interviewausschnitt mit Bob Dylan an. Der Interviewer fragt ihn, warum er immer noch auf Tour geht, und Bob Dylan antwortet, er muss weitermachen, weil er damals einen Deal mit dem Teufel gemacht hat. Das heißt, auch Eminem wird weitermachen müssen, ob er will oder nicht. Auch eine sehr verdächtige Geschichte, dass ein Mann namens Michael Miller 2009 seine Frau und seine Tochter erstochen hat, während er Eminem-Songs gesungen hat. Das war kurz nachdem 3 AM erschienen ist, und um genau 3 Uhr nachts hat der Mann dann auch seine Familie ermordet. Danach hat er die Polizei angerufen und gesagt, er wäre von einem Dämon besessen gewesen. Hier sieht man mal, wie ausgewogen die Medien berichten. Schon erstaunlich, ein Mann gibt zu, von Eminem-Songs besessen gewesen zu sein und deshalb seine Familie ermordet zu haben, und es macht fast keine Schlagzeilen. Während man im gleichen Jahr behauptet hat, Videospiele wären am Amoklauf von Winnenden schuld, obwohl der Amokläufer fast gar keine Videospiele hatte. Ihr seht, die Medien suchen die Skandale immer selbst aus, und die Story sollte eben kein Skandal werden, aus welchen Gründen auch immer. Auf dem Album Relapse war dann auch der Bonustrack My Darling. Dieser Song hat sehr eindeutige Textstellen. Eminem spricht wieder davon, dass er seine Seele an den Teufel verkauft hat. Dann schaut Eminem in den Spiegel, der ihm sagt, er soll näher kommen. In der schwarzen Magie wird der Spiegel oft benutzt, um in Kontakt mit Dämonen von der anderen Seite zu treten. Man kennt das auch aus vielen Horrorfilmen. Dann spricht er davon, dass der Teufel seine Seele, sein Geist, sein Herz und seinen Körper besitzt. Der Teufel sagt dann, er wolle Eminems Seele zurück. Anscheinend hat Eminem sie irgendwann mal wiederbekommen. Und dann wird es richtig deutlich. Der Teufel sagt, du hast mir deine Seele verkauft, muss ich dich erinnern? Erinnerst du dich noch an die Nacht, als du zu Gott gebetet hast, du würdest alles für einen Plattenvertrag geben? Dr. Dre hat dich unter Vertrag genommen. Das ist, was du dein ganzes Leben lang wolltest. Nicht wahr, Marshall? Schau dir dieses Haus und diese Autos an. Sind sie nicht toll? Oh, wusstest du nicht, dass der Ruhm einen Preis hat? Du siehst jetzt auch die Schattenseiten. Du hast deinen besten Freund aus der Highschool und deine Frau verloren. Und ob deine Kinder dich mögen, da bin ich mir nicht sicher. Der Teufel sagt Eminem, der Ruhm wäre mit einem Preis gekommen. Eminem hat seine Frau und seinen besten Freund verloren. Bei der Frau kann man ja noch sagen, er hätte sie wegen seiner Karriere verloren. Aber was hat der Tod von Proof mit Eminems Karriere zu tun? Proof wäre, so wie sein offizieller Tod beschrieben wurde, ja auch gestorben, wenn er Eminem gar nicht gekannt hätte. Er wurde im Nachtleben erschossen, weil er sich daneben benommen hat, wenn wir die Geschichte mal glauben. Da passt es nicht zu sagen, Eminems Ruhm habe ihn seinen besten Freund gekostet. Wenn Proof an dem Erfolg kaputt gegangen wäre und sich eine Überdosis gegeben hätte, dann würde das mehr Sinn machen. So wie in dem Song passt es aber am ehesten in meine Interpretation, dass Proof ein Blutopfer für Eminem war. 2013 veröffentlichte Eminem dann den zweiten Teil der Marshall Mathers LP, seinem erfolgreichsten Album aus dem Jahr 2000. Dieses Bild erschien im Zuge dieses Albums. Das bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. Das Bild wurde sicher nicht zufällig sehr oft benutzt. Es ist immer noch auf vielen offiziellen Profilen von Eminem zu sehen. Der rote Faden, der sich bis heute durch Eminems Musik zieht, ist vor allem dieses Brainwash-Thema. Ganz viele von seinen Videos spielen in der Psychiatrie oder es geht um alle möglichen Albträume. Er fällt von Gebäuden, sitzt in einem Aufzug oder er steht in einem Raum voller Spiegel. Dann geht es in den Texten ständig um Dämonen, Satan und Stimmen in seinem Kopf. Da denkt man unweigerlich an das MK-Ultra-Programm, wobei man den Künstlern in der Hinsicht leider bisher nichts nachweisen kann. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was MK-Ultra ist, dann checkt das Video über Miley Cyrus und natürlich zahlreiche andere Videos aus dem Netz oder einfach den Wikipedia-Artikel. Die Gehirnwäschetechnik MK-Ultra wurde ja schon in den 60ern eingesetzt und war damals schon sehr effektiv. Das heißt, die Techniken werden heute noch viel ausgereifter sein.
In dem MK-Ultra-Programm ging es darum, einen perfekten Spion zu erschaffen, der so konditioniert sein sollte, dass man ihn steuern kann. Dazu bricht man die Identität des MK-Ultra-Opfers durch eine Traumatherapie auseinander. Man quält einen Mensch so lange, bis er eine oder mehrere Persönlichkeiten von seinem wahren Ich abspaltet. So kriegt man dann als Ergebnis Menschen, die zwischen ihren Persönlichkeiten wechseln können. Für Sänger und Rapper kann das sehr nützlich sein, denn sie können so eine Bühnenpersönlichkeit haben, die perfekt rappen, singen oder tanzen kann. Und eine normale Persönlichkeit für den Rest des Lebens. Wie viele andere Künstler spielt Eminem ja auch mit seinem alter Ego Slim Shady. Auch das kann man natürlich wieder softer interpretieren, dass Slim Shady nur ein Teil seiner Persönlichkeit ist, aber die Sache scheint doch ein wenig tiefer zu gehen. Durch MK-Ultra können Menschen aber auch programmiert werden und Sachen tun, die sie eigentlich nicht wollen. So wie in 3 AM, wo Eminem davon rappt, wie er aufwacht und feststellt, dass sein Haus voller Leichen ist. Oder wie in dem Video Phenomenal, in dem Eminem in einem Krankenhaus aufwacht und nicht weiß, wo er ist. So wie in den Filmen über den Agenten Jason Bourne, die ebenfalls von MK-Ultra handeln. In dem Video Phenomenal trifft Eminem auf John Malkovich, der ein Oberteil trägt, auf dem ein Drachen zu sehen ist. Der Teufel wird in der Bibel auch als der große Drache bezeichnet. Er sagt Eminem, er solle zurückkommen und beenden, was sie angefangen haben. Der Teufel verspricht ihm also sein erneutes Comeback. Es ist nicht zu beweisen, dass Eminem die MK-Ultra-Technik benutzt oder von ihr benutzt wird, aber es ist zum Beispiel auffällig, dass er 2009 nach 3 Jahren angeblicher Medikamentensucht als schnellerer und noch besserer Rapper zurückkam als noch 2006. Es war zwar alles nicht mehr so cool wie früher, aber Eminem hat sich in seiner Rap-Technik eher verbessert, trotz all der Probleme in seinem Privatleben. Gedankenkontrolle funktioniert ja am besten mit Traumata, und was könnte ein größeres Trauma sein, als zu hören, man sei für den Tod seines besten Freundes verantwortlich. Nur mal wieder so eine Theorie, vielleicht hat sich Eminem in der Zeit von 2006 bis 2009 einem MK-Ultra-Programm unterzogen, möglich wär's nun mal. MK-Ultra für Stars könnte bedeuten, dass man das eigene Ich für besondere Fähigkeiten aufgibt. Und Eminem wirkte ab 2009 nicht mehr so wie der alte Eminem, als hätte er sein altes Ich verloren. Der nächste Schritt zur Perfektionierung der eigenen Fähigkeiten wäre dann der Transhumanismus, der in Eminems Video Rap God vermarktet wird. Also Eminem schließt sein Gehirn an eine Maschine an und wird so ein besserer Rapper. Dass sowas in der Zukunft möglich sein wird, halte ich nicht für ausgeschlossen. Inzwischen gibt sogar DARPA, die Forschungsabteilung des Pentagon, zu, dass sie an Supersoldaten forscht, und wenn das möglich ist, kann man sich auch einen super Rapper erschaffen. Diese mehreren Persönlichkeiten in einem Kopf sind dann auch kaum zu trennen von der Idee eines Dämons, der einem die Ideen einflüstert. In dem Video zu dem Song Monster sieht man zum Beispiel, wie Eminems alter Ego Slim Shady ihm seine Songtexte gibt. Ich glaube nicht, dass es Dämonen gibt, aber ich glaube, dass man durch bestimmte Gedankentechniken oder gar Manipulationen des Gehirns seine Kreativität und seine Leistung steigern kann, auf Kosten der eigenen gesunden Psyche. Damit hätte ich alles Wichtige gesagt, was mir zu Eminem einfällt. Er ist neben Jay-Z der erfolgreichste Rapper aller Zeiten, allerdings sind die Illuminati-Referenzen bei ihm nicht so glasklar zu erkennen. Man findet aber genug, wenn man nur sucht. Dennoch steht Jay-Z meiner Meinung nach in der Machthierarchie eindeutig höher als Eminem. Bei Eminem wirkt es eher so, als hätte er damals nicht gewusst, worauf er sich einlässt, und dass er im Grunde eher mit dem Gedanken spielt, für immer aufzuhören, während Jay-Z seine Rolle als Superstar genießt und alles dafür tun würde, damit es so bleibt. Interessant ist auch noch, dass Eminem Signing Yella Wolf in seiner Karriere vor sich hindümpelt, obwohl er für kurze Zeit als der neue Eminem galt. Das könnte vielleicht daran liegen, dass Yella Wolf nicht bei allem mitmachen wollte, das man ihm angeboten hat, um seine Karriere zu fördern. Yella Wolf sagte im Radio, die Illuminati-Symbolik in Rap-Videos wäre der beschissenste Trend aller Zeiten. So wird man heutzutage kein Superstar mehr. Ciao, bis zum nächsten Video.
Ruf erschossen und verblutet im Krankenhaus. Im April 2006 wurde Proof dann im echten Leben erschossen. Proof ist in dem Video zu Like Toy Soldiers nicht nur gestorben, er wurde erschossen. So wie dann ein Jahr später in echt. Vergesst amerikanischer Präsident, der eindeutig gefährlichste Job der Welt ist, die zweite Geige hinter einem Rap-Superstar zu spielen. Wir erinnern uns an Lil Snoop, Chinx Trux, A$AP Yams, Capital Steez oder zuletzt Bankroll Fresh. Wer glaubt, dass das Zufall ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So wie bei Bankroll Fresh wurde der Mörder von Proof auch wegen Selbstverteidigung freigesprochen. Checkt mein Video dazu. Zufälligerweise deutete Proof seinen Tod auf dem Cover des Albums Searching for Jerry Garcia aus dem Jahr 2005 an. Dafür muss man in den meisten Fällen einen Deal mit dem Teufel unterschreiben. Das sagt Eminem in seinen Songs auch des Öfteren. In Say Goodbye to Hollywood aus dem Jahr 2002 sagt er, er habe alles, was er habe, geopfert. Mir ist schon klar, dass man das auch so verstehen kann, dass er für den Erfolg viel geopfert hat, so wie zum Beispiel Sportler, die sich ständig quälen müssen, aber es kann auch etwas anderes bedeuten, zum Beispiel den Verlust seiner Familie, die ja definitiv zerbrochen ist. Und heute hört man ja nichts mehr von seiner Tochter, über die er früher so viel gerappt hat. Wer weiß, ob das nicht auch Teil des Deals war, dass er sich von seiner Familie fernhalten sollte. Alles möglich. Dann rappt er weiter auf Say Goodbye to Hollywood. Er fühlt sich wie der Typ in der Blase, der sich nie anpassen konnte. Wenn er gewusst hätte, was passieren würde, hätte er nie angefangen zu rappen. Auch der Titel Like Toy Soldiers soll uns deutlich machen, dass Proof und Eminem nur kleine Zinnsoldaten für die Elite sind, die man auch jederzeit aus dem Weg räumen kann. Wir sehen hier also ein Ritual. Eminem wird mit Proof in seiner Kindheit gezeigt, man zeigt, was für eine tolle gemeinsame Geschichte die beiden haben und dann zelebriert man das Opfer von Eminems besten Freund schon ein Jahr bevor es dann passiert. Denn der Star-Status, den Eminem bis heute hat, der kam mit einem Preis. Und ja, Eminem ist talentiert, aber was heißt das schon? Es ist nun mal eine Musikindustrie. Jemand wie er braucht immer noch diese ganze Infrastruktur, damit die Leute überhaupt von ihm erfahren. Dann die Songwriter, Produzenten, Grafiker, Videoregisseure. Man schafft es nicht zum Weltstar ohne diese Unterstützung. Und er hat seine Seele an den Teufel verkauft, er kriegt sie nie zurück. Er würde das Musikbusiness gerne einfach mit einem klaren Kopf verlassen. Das ist schon um einiges deutlicher. Er hat seine Seele an den Teufel verkauft und bereut es inzwischen sehr, trotz seines Weltruhms. Hier auf dem Bild ist es nicht deutlich zu erkennen, aber auf Eminems blutigem T-Shirt in dem Video zu Like Toy Soldiers ist wohl die Pyramide mit dem allsehenden Auge zu sehen. Die hat sich Eminem, wie ihr hier seht, auch auf den Arm tätowiert. Am Ende des Videos sieht man dann ein Bild von vier Rappern, die möglicherweise auch ein Blutopfer waren. Notorious B.I.G., der wahrscheinlich für Puff Daddy geopfert wurde, Tupac, der, ich bin mir nicht sicher, für Dr. Dre oder Snoop Dogg geopfert wurde, dann ein Mitglied von Eminems Band D12 namens Bugs, das schon 19... Hello World! Yeah! Hi, ein Video über Eminem wurde schon dutzendmal bei mir nachgefragt, bisher hatte ich nicht so den richtigen Anlass dafür, bis mir ein Video von ihm aufgefallen ist, das ich schon lange kannte, aber damals, als das Video rauskam, war ich mir bestimmter Zusammenhänge einfach nicht bewusst und so habe ich die wahre Bedeutung gar nicht erkannt. Jetzt, wo sogar deutsche Rapper Ereignisse ankündigen, ist es mir natürlich klar, dass das mal wieder kein Zufall gewesen sein kann. Es geht um das Video Like Toy Soldiers, das Anfang 2005 erschien. In dem Video wird Eminems bester Freund Proof